Hallo liebe YouTuber, heute habe ich einen Fashion Haul für euch und zwar von SHEINside.com. Ich habe ja schon öfters Hauls von dieser Firma online gestellt, die kann ich euch mal in der Infobox verlinken und auch ein paar Outfit-Videos, die kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Haul. Es sind richtig coole Sachen dabei, also ich habe sehnsüchtig nach dieser Bestellung gewartet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ja, ich zeige sie euch einfach mal. Und dann beginnen wir mit den Hosen. Ihr wisst, ich liebe Shorts. Also ich finde, man kann nicht genügend Shorts haben. Vor allem, weil ich ja nur 1,53 bzw. 1,52 klein bin. Und lange Hosen verkürzen die Beine irgendwie manchmal. Und deswegen trage ich gerne Shorts, weil die die Beine optisch länger aussehen lassen. Und dann beginne ich mal mit der ersten Shorts. Und zwar ist es die hier. Die kostet um die 20 Euro circa. Die habe ich auch noch in hell. Und ich liebe diese Shorts. Ich weiß nicht, ich finde, die ist so genial geschnitten und einfach, ja, übertrifft alle meine Vorstellungen von einer Shorts. Und deswegen wollte ich sie euch mal zeigen. Viele von euch haben bei meinem anderen... Viele von euch haben mich in meinem letzten Fashion Haul gefragt, wie die Größen denn ausfallen, weil irgendwie, wenn man bei asiatischen Shops bestellt, ist eigentlich meistens dasselbe Prinzip. Also wenn ihr auf ein Teil klickt, dann kommt entweder rechts von dem Bild oder unter dem Bild, also von dem Teil, was ihr bestellen wollt, so eine Description und da könnt ihr eigentlich die Größen ablesen. Da steht dann meistens S oder M oder One Size, aber wir nehmen alle an, dass da S drauf steht, weil das ist zum Beispiel S und da steht bei Waist 59 cm und da müsst ihr einfach mal eure Hüfte abmessen. Meine ist zum Beispiel jetzt 59 cm und die Hose ist oben 59 cm, weil da kann ich mir sicher sein, dass sie mir passt. Nee, das ist die Taille, also passt sie mir zum Beispiel sehr gut und ja, da müsst ihr einfach euch selber kennenlernen, würde ich sagen, und euch einfach abmessen und da kann eigentlich nichts schief laufen. Also ich kann euch noch sagen, wie zum Beispiel meine Armlänge ist, wenn ihr ein Oberteil bestellen wollt. Es nennt sich, glaube ich, Sleeve für Armlänge oder Länge halt. Ja, und meine ist zum Beispiel jetzt 52 cm. Oder so in etwa und ja, ihr müsst euch einfach messen und dann könnt ihr es einfach ablesen, also ist eigentlich ganz easy, ja, kann man nicht viel falsch machen. Dann habe ich mir noch eine Shorts bestellt, die mir etwas zu groß ist, aber wenn ich es, glaube ich, mit einer dickeren Strumpfhose anziehe, wird sie mir passen oder ich tue sie einfach ganz oft in die Waschmaschine. Und zwar sieht die so aus, die ist jetzt länger geschnitten her, also von dieser Länge hier ist sie länger als die vorherige Shorts, aber eigentlich auch in derselben Farbe. Und das Besondere ist halt, dass hier noch dieser, ja, The Used Look ist. Also hier ist nochmal, hier sind nochmal ein paar Fransen und so. Und gefällt mir sehr gut auch, weil es hier oben vier Knöpfe hat. Und das sieht meistens auch sehr stylisch aus, je nachdem, welches Oberteil ihr tragt. Der Gürtel war übrigens nicht dabei, ist eigentlich meiner, weil ich das, weil ich vorhin die Hose anprobiert hatte. Und mit Gürtel passt es eigentlich. Dann habe ich mir noch eine Shorts bestellt und hier ist halt das Besondere, dass es rechts, also auf der Seite, ein paar Nieten hat. Also macht es die Hose nochmal cooler und lässiger und ja, im Prinzip sieht die fast so aus wie die andere, nur dass sie halt hier noch das da hat. Bei dieser Hose ist es so, dass sie mir obenrum passt, aber nur an der Hüfte ist sie mir ein bisschen zu breit wie bei der vorherigen, aber ist ja kein Problem. Wie gesagt, ich tue sie entweder in die Wäsche oder ich ziehe einfach eine dickere Strumpfhose an. Dann kommen wir zu einem Fashion-Teil, worüber ich mich super duper gefreut habe. Und was ich noch an diesem Shop gut finde, ist, dass sie in so einer Verpackung ankommen. Also nicht so lose, wie es meistens der Fall ist, sondern ja, ihr bekommt noch so eine Verpackung. Finde ich richtig praktisch und ich zeige euch, das kann man so aufmachen. Und mein liebstes Fashion-Teil ist dieser Rock hier. Das ist ein Lederrock und da sind zu einem Totenköpfe drauf und Nieten, also gemischt. Und von der Qualität her fühlt sich dieser Rock sehr hochwertig an. Da müsst ihr halt aufpassen, also bei dem Rock müsst ihr aufpassen, wie
lang der Bund sein soll und von der Länge her, weil ich bin ja ein sehr kleiner Mensch und wenn dieser Rock jetzt zu lang wäre, dann würde ich noch kleiner ausschauen. Aber so von, aber von der Länge passt es eigentlich. Ich schätze, es sind circa 40 cm oder so oder 30. Ich werde euch alle Links nochmal in der Infobox verlinken, da könnt ihr mal drauf schauen, wie die Größen ausfallen. Und euch einfach nochmal ein Bild dazu schaffen. Auf jeden Fall, ja, ist, wie gesagt, sieht dieser Rock so aus. Ein Skaterrock, der zurzeit sehr in ist. Und das Besondere halt die Nieten. Und ja, ich freue mich schon, damit Outfit-Videos zu drehen. Und ihr werdet den ganz oft sehen, da bin ich mir sicher. Und ja. Dann habe ich mir ein Oberteil bestellt. Und zwar mit einem... Moment, mit einem Tiger drauf. Ich habe mich auch sehr über dieses Oberteil gefreut, weil ich mir dachte, dass es mit dem Rock super schön ausschauen wird. Ich werde es euch wahrscheinlich nochmal einblenden oder ihr werdet es in Outfit-Videos sehen. Und ja, ihr seht, es ist schwarz und dann ist halt da dieser Animal Print drauf. Und oben hier an den Schultern hat es halt Nieten, ne? Und ja, finde ich total stylisch und wollte ich euch zeigen. Das letzte Teil, das ich mir bestellt habe, ist eine Jacke, die ich auch super cool finde. Also ich finde, sie sitzt wirklich sehr schön und ihr könnt sie euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr noch keine Jacke habt und so eine wolltet. Die ist dunkelgrün bzw. khakigrün, nur etwas dunkler. Und zwar sieht die so aus. Ist auch eher ein Mantel und ihr seht, hier hat es ein paar Besonderheiten mit ein bisschen Fell. Und was ich mega cool finde, ist die Kapuze. Ihr werdet es ja angezogen nochmal eingeblendet sehen. Und die Kapuze ist halt so flauschig, weil wenn ihr das dran habt, seht ihr noch die Kapuze von vorne. Und das finde ich halt sehr schön. Also das gefällt mir richtig gut. Und aus diesem Grund habe ich mich sehr über diese Jacke gefreut. Hat noch ein paar Rotakzente, also ja... Wollte ich euch mal zeigen, vielleicht mögt ihr das nicht, aber vielleicht findet ihr auf der Seite eine andere Jacke in der Art. Und was ich euch noch sagen wollte ist, dass ihr das an der Taille das zubinden könnt und dann sieht die Jacke halt nochmal figurbetonter aus. Und das finde ich sehr wichtig bei Jacken, vor allem jetzt bei Herbst-Winterjacken, weil man will ja nicht so wie ein Kartoffelsack ausschauen, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja. Habe ich mich sehr über die Jacke gefreut, werdet ihr auch nochmal in Outfit-Videos sehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Und das war es dann eigentlich mit meinem Haul. Ja, schreibt mir mal, wie ihr die Sachen gefunden habt und welches Teil euer Lieblingsteil ist. Würde mich super duper interessieren. Und dann war es das mit dem Video. Danke fürs Einschalten und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.